Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Giuseppe vom Kundenzufriedenheitsteam hier bei Kevox und in diesem Video geht es um Fotodokumentation und die automatische Erstellung von Berichten, Protokollen und Ähnlichem mit Kevox. Ich befinde mich in Kevox in der Übersicht aller Projekte. Ich öffne hierbei das Projekt Gaststätte. Im Plan angekommen, sehe ich meinen Feuerlöscher. Hier klicke ich einmal auf Erfassen und ich komme direkt in die Mangelmaske. Zuallererst möchte ich ein Übersichtsfoto einstellen. Das bereitgestellte Foto habe ich hier im Ordner. Des Weiteren möchte ich angeben, dass der Feuerlöscher nicht in seiner Halterung ist. Hängt nicht in Vorrichtung. Kevox ergänzt mir die Information. Und um den Eintrag zu ergänzen, möchte ich noch weitere Fotos hinzufügen. Dafür klicke ich unten hier auf Foto 3. Dann auf Foto erfassen und suche mir ein passendes Bild aus. Hier erst einmal der Feuerlöscher in etwas näherer Betrachtung. Ich klicke auf Speichern und ich möchte jetzt noch ein weiteres Foto hinzufügen. Gleiches Prozedere. Und jetzt ist hier noch ein Foto von der Prüfplakette zu sehen. Ich klicke auf Speichern. Das Bild für die Rückmeldung möchte ich direkt auch noch hinzufügen. Klicke ich wieder hier drauf und suche mir das passende Bild aus. Hier ist der Feuerlöscher in der richtigen Halterung zu sehen. Den Status stelle ich dann auch noch gleich mit auf Erledigt. Um den Mangel im Protokoll erkenntlicher zu gestalten, habe ich in Kevox außerdem die Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten. Einmal auf Bearbeiten und es öffnet sich unser kleines Grafikprogramm. Ich habe beispielsweise die Möglichkeit, durch eine rote Ellipse auf Informationen hinzuweisen. Für eine schnelle Fotodokumentation kann mir Kevox automatisiert alle Mängel in einem Word-Protokoll ausgeben. Das Dokument öffne ich jetzt. Kevox erstellt mir ein Word-Dokument. Wie Sie sehen, habe ich das Übersichtsfoto, die Details und die Rückmeldung auf eine Seite gebracht. Wie von Word gewohnt, kann ich hier noch einmal die Einträge prüfen und gegebenenfalls auch ändern. Das fertige Dokument können Sie direkt an Ihren Kunden oder Mitarbeiter schicken. Fertig ist die Kevox Fotodokumentation. Um keine Kevox Videos zu verpassen, abonnieren Sie uns bei YouTube. Folgen Sie uns auch bei LinkedIn und Facebook.